Jo Leute, hallo und herzlich willkommen, wahrscheinlich gerade voll überpegelt, zurück zu Let's Play Prison Architect, Folge Nummer 14 sollte das sein, wenn ich mich nicht total täusche. Wollen wir kurz am Mikro rumfummeln. Wo sind wir stehen geblieben? Ich weiß das gerade gar nicht. Oh, wir machen minus 59, minus der tägliche Cashflow. Haben noch 3000, wieso machen wir so viel Minus? Haben wir so viele Leute eingestellt? Naja, das hält sich eigentlich noch in Grenzen. Das geht eigentlich noch. Wir können einen Arbeiter mal feuern. Dann machen wir wenigstens wieder Plus hier. Wir können unser Prison öffnen für neue Gefangene. 8 Prisoners kommen. Ja, das ist gut, das reicht. Ich habe das Gefühl, dass die Zeit in alten Gefängnissen noch langsamer läuft als die Zeit in neuen Gefängnissen. Aber wirklich um einiges langsamer. Ich weiß jetzt echt nicht, woran das liegt. Und ich habe einen Entschluss gefasst. Wir werden dieses Gefängnis hier noch aufbauen bis 50 Gefangene. Also überhaupt nicht mehr viel, wie ihr sicherlich merkt, weil ich einfach keinen Bock mehr habe auf diesen Knast. Nicht auf dieses Spiel, keine Angst. Das Spiel wird es schon noch weiterhin auch geben. Oder wisst ihr was? 50? Nein. Wir machen jetzt gleich in einem anderen Knast weiter, ja? Knastwechsel, Name der Folge. Load Prison hier. Update Prison ist mein aktuelles Gefängnis. Load. Und dann geht's hier los nach 13 Folgen, die gleich nichts geschafft haben, in einen neuen Knast. Dieser Knast ist schon relativ groß. Wir haben 81 Gefangene. Hier schon extrem viele Zellen. Hier haben wir Fog of War aus. Haben 1,4 Millionen. Die sind nicht gecheatet, sondern aus dem alten Knast mitgenommen. Und in diesem Knast, das macht ein bisschen mehr Spaß. Man muss nicht so viel auf die Finanzen achten. Man muss schon drauf achten, aber man kann einfach eher mal bauen hier, ja. Und das ist ja eigentlich das, oder der Spaßfaktor bei Prison Architect, ist ja eigentlich zu bauen, ja. Hier werden wir in diesem ganzen... Oder eigentlich, ich fange jetzt hier schon zu bauen, weil ich den Knast schon kenne, aber das macht keinen Sinn. Ich gebe euch erstmal eine Übersicht über dieses geile Gefängnis. Wirklich tausendmal besser als das blöde alte Teil. Hier haben wir schon mal massig Zellen. Hier patrouillieren auch einige Wächter. Dann hier eine Dusche, einen richtig fetten Common Room. Hier auch nochmal einen richtig fetten Common Room. Richtig fetten, richtig. Dann hier haben wir so ein Security Office mit hier... Hunden und Visitation und hier nochmal ein paar Zellen. Hier die übergroße Küche und die etwas zu klein geratene Kantine, die wir vergrößern müssen eigentlich. Ja, ich würde sagen, die vergrößern wir auch gleich mal. Ja, doch, eigentlich braucht es schon, dass sie ein bisschen vergrößert wird. Ja, doch, durchaus. War hier gerade irgendwas? Ja, ein einzelnes Mauernstück, okay. Nothing tragic. Ist sie nicht ausgewiesen als Dusche? Das hier ist als Dusche nicht ausgewiesen. Was war das gerade? Ich hoffe, wir sind noch in der Aufnahme, aber... Ich kann nicht mehr zoomen, oder was? Ich kann wirklich nicht mehr zoomen. Und jetzt geht's wieder. What the fuck? Was war das? Jetzt kann ich auch wieder zoomen. Komisch. Ruckelt auch gerade ganz komisch. 11 FPS, 10 FPS. Was ist da los? PC. Hallo. Haben wir das hier nicht ausgewiesen als Dusche? Das wundert mich jetzt direkt. Das wird natürlich auch gleich mal als Dusche ausgewiesen, Junge. So ausgewiesen als Dusche. Hier haben wir auch noch einen Workshop. Hier haben wir Forestry. Hier haben wir Wäscheding. Und ich finde auch, der Knast gefällt mir besser. Er ist natürlich schon viel größer. Das ist eh klar. Hier überall außenrum landen, dass uns kein Gefangener abhaut. Und hier eben jetzt der ultimative riesen Knast, ja. Vielleicht habe ich nur 11 FPS, weil der Knast so groß ist, was weiß ich, aber so groß ist eigentlich noch gar nicht. Jetzt erstmal was Langweiliges, nämlich eine halbe Stunde lang Mauern ziehen. Wenn ich jetzt nicht schon den Folgennamen hätte, würde ich diese Folge glatt Mauern ziehen nennen. Gehe ich mal davon aus. Ja, doch, würde ich so machen. Denn das ist das Einzige, was mich so richtig nervt am Prison Architect. Klar, könnten wir jetzt klonen und so, aber da kommen auch nur so kleine Teilstücke klonen, wenn sie das jetzt nicht im Update gefixt haben, dass man jetzt ganze Bauten klonen kann. Und... Ja, das hören wir weg. Ich hoffe, man sieht keine Steam-Benachrichtigungen. Ich weiß, das habe ich euch schon dreimal gesagt, dass ich hoffe, man... Ach, jetzt baue ich schon wieder so. Man sieht keine Steam-Benachrichtigungen. Ich hoffe, man sieht sie auch nicht. Ich hoffe auch, das laggt für euch nicht so sehr. Ich kann mal schauen, ob ich an den Grafikoptionen noch irgendwas runterschrauben kann. Gay, Grafik, Filtering ist eh schon off.
Ist eh schon auf. Scheiße, nee, machen wir nichts mehr. Hoffen wir einfach, dass das so rennt jetzt. Auf schnell können wir schon stellen. Hier ist halt einfach die Menge. Wir machen hier auch schon. Also es geht jetzt gar nicht darum, dass wir 1,3 Millionen haben, ja. Allein die Tatsache, dass wir 3000 plus machen. Ich überlege gerade, was richtig war, den Knast zu wechseln. Aber ja. Doch, das war schon richtig. Diesen Knast bringen wir jetzt richtig groß raus. Auf, was weiß ich, 300 Gefangene. Okay, was mit diesem Bau wahrscheinlich bei 150 schon mal ist. Hier kommt jetzt, wir brauchen schon voll den ewig langen Weg. Voll ewig, Junge. Hier, bis die hier ankommen. Oh, ich habe so viel, zu viele Wächter. Aber machen die, wir machen trotzdem noch 3000 fucking unfassbare 3000 machen wir bloß. Hier überall gammeln Wächter rum. Ich habe auch voll viel schon zugewiesen. Als Patrouillen und so, wie ihr seht, lauter Bewaffnete und auch normale und Hunde und so. Voll Premium, Junge. Und hier sehen wir die Bewertung unseres Gefängnisses, ja. Reoffending Rate, ich weiß nicht, was heißt, wahrscheinlich heißt es Rückfallrate oder so. Und wir haben eine Rückfallrate von 21%. 21 unserer Prisoner werden wieder gewalttätig, glaube ich. Das sieht man hier drüben irgendwie anhand so verschiedener Teile. Keine Ahnung, wie das genau läuft. Oder geht 21? Nee, ach egal. Ich weiß nicht, was Reoffending heißt. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Hier haben wir den Wert des Gefängnisses. 1,8. Moment. Fucking unfassbare Million. Ich dachte nur kurz, meine Katze ist hier irgendwo, aber hat mich getäuscht. Egal. Mau, mau. Da hat man schon mal, das hat man schon mal in einem Video, da hat jemand von uns miaut. Und das war nicht ich. Egal. Ja. Bauen wir hier oben jetzt immer mal wieder ein paar so Zellen. Ich war das immer falsch. Ich weiß nicht, reagiert meine Maus nicht schnell genug, oder? Was ist da los, Junge? Irgendwas... Oh, und ich hab mich... Ah, ne, das gehört ja so, dass da unten jetzt frei bleibt, oder ist hier auch? Ja, genau, hier können wir noch gleich mal eine Solitary Door reinmachen. Reinmachen, vor allem. Rein, da kommt eine Solitary Door rein. So, früher in dem alten Knast, glaube ich, war es auch so, ja, da hat mir zwei breite Gänge, aber ich denke mir, eigentlich müsste es reichen. Vielleicht passt das so, wenn ich so rüberziehe? Ja. Eigentlich müsste es doch reichen, wenn diese Gänge 1 breit sind, und es reicht bisher auch, weil die halten sich eh nicht auf den Gängen auf. Von dem her kann es denen eigentlich doch voll egal sein, wie breit ihre Gänge sind. Hauptsache viele Fenster und so bekommen sie. Ja, okay, jetzt bauen wir erstmal. Oh, die Tür ist auf. Die machen wir gleich mal auf und dann machen wir die Tür auf Locked Open. Material Brick Wall, ziehen wir mal hier unten ein paar rein. Reinziehen, zieh dir rein, Bruder. So, und dann, weil ich weiß nämlich nicht, wie ich da oben bauen soll. Ich weiß, scheiße, ich bin so ein Idiot, ich weiß ja nicht mal, ob sich das überhaupt ausgeht, also ob das überhaupt für Zellen genau reicht, wenn ihr versteht, was ich meine. Wahrscheinlich versteht das niemand, weil ich mich wie ein Idiot ausdrücke gerade. Hier lassen wir einen Gang frei, irgendwo müssen die ja durchgehen können, und hier ziehen wir, lassen wir ja nochmal einen Gang frei, ja. Hier lassen wir nochmal den Gang frei. Dann ziehen wir das hier so rüber. Und hier lassen wir natürlich auch frei. Und dann haben wir hier kurz die Zellen fertig. Ich will jetzt nicht hier alle Zellen gleich fertig bauen. Wenn ich privat spielen würde, würde ich es vielleicht machen, weil Geld und so hätten wir ja alles genug. Aber es ist halt einfach. Es tötet ein Let's Play. Ich meine, es tötet das Let's Play förmlich. Wirklich, es. Es schnürt dem Let's Play die Luft ab und das Let's Play erstickt dann grausam. Boah, 8 Minuten und 3 potenzielle Folgentitel, ich bin gut. Grausames Ersticken des Let's Plays. Ja. Kommentar über die Kacklache hier einfügen. Hier ist auch... Oh, was baue ich hier, Junge? Hier ist auch der Vorteil, wir haben 20 Arbeiter. Sprich, auch das ist gut fürs Let's Play. Oh, hier hat sich wieder eine verpackt. Hey. Weil es geht einfach alles dermaßen schneller mit 20 Arbeitern. Wirklich. Ab und zu sieht man noch so Linien. Hier zum Beispiel jetzt. Das zeigt die Grundstücksgrenze, wo ich mir das zusätzliche Grundstück gekauft habe. Es ist irgendwie so ein Bug, dass die angezeigt wird. Voll hässlich. Hässlicher Bug. Hier werden wir mal mit Gras voll machen. Können die dann ernten. Habe ich nie gesagt. So, dann müssen wir hier die Wände abreißen. Und die Objekte abreißen.
Dismantle Objects. Boah, ich bin voll geil hier gerade Prison Architect am Aufnehmen. Eigentlich hätte ich jetzt noch Schule, aber ich habe keinen Bock. Nicht mal. Aber wir haben heute frei, glücklicherweise. Ja, nur eine Stunde. Ja, okay, was heißt frei? Es ist jetzt 3:30 nachmittags und ich habe frei, Junge. Eigentlich hätte ich in einer halben Stunde aus und dann müsste ich noch mit dem Bus heimfahren, weil ich montags im Bus fahren muss. Und naja, das wäre kacke. Dann wäre ich ja so um 5 zu Hause. Nicht, weil ich so weit weg bin von unserer Schule, sondern weil unser Busfahrer einfach fett inkompetent ist. Wirklich richtig inkompetent. Der braucht für 20 Kilometer eine Stunde zu fahren. Und das liegt jetzt nicht an den Haltestellen, weil in der Früh schaffen wir die gleiche Strecke auf 25 Minuten. Das liegt einfach an der Inkompetenz des Busfahrers. Das muss man mal ganz ehrlich so sagen, ja. Also, das ist einfach... Wie kann man eine Stunde für 20 Kilometer brauchen, wenn man vormittags einen anderen Busfahrer 25 Minuten braucht und der normal fährt? Das ist einfach... Oh. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, da habe ich gerade... Ich weiß nicht, ich schaffe das in letzter Zeit immer wieder. Irgendwie so mit einem Mittelrad, irgendwie schaffe ich das, dass da mehrere Fenster gleichzeitig nebeneinander angezeigt werden. Aber wenn ich danach auszuprobieren, wie das geht, weil es cool ist, dann schaffe ich es nicht mehr. Egal. Fakt ist, was ich sagen will, ich bin jetzt schon mega... Früh. Hier muss auf jeden Fall sofort ein Metalldetektor hin. Das klauen die hier mega viele Sachen. Voll mega. Oder das wäre dann eher nicht so mega, ne? Und ja, ich habe ja auch schon mehrere Stromaggregate. Da unten ist eins und hier, oh, wir haben gerade Autosaving und hier oben ist eins. Deshalb lagte das noch extremer mit 6 FPS, Junge. Das ist ja, das kannst du mit 6 FPS, das kannst du nicht mehr FPS nennen, das ist LPS, Low. Okay, F heißt eigentlich einmal Frames, aber egal. Boah, 10.000 der Boden hier, das hätten wir uns eigentlich nicht gegönnt, sag ich mal. Eigentlich hätten wir uns das nicht gegönnt. Jetzt gönnen wir uns gleich noch was, oder ich zumindest, ich gönne mir jetzt einen schönen Schluck. Gut und günstig Orangensaft, der schmeckt wirklich ziemlich gut. Danke, Edeka. Und lästere weiter über den Busfahrer. Nein, eigentlich hätte ich heute schon aus. Also jetzt habe ich schon aus, eigentlich hätte ich noch nicht aus. Jetzt in der letzten Stunde nachmittags. Eine einzige Stunde nachmittags. Bin der Stunde drin geblieben. Schon fast überlegt, ob ich zu Hause bleibe. Habe ich natürlich nie wirklich vorgehabt. Man kann ja nicht einfach zu Hause bleiben. Natürlich nicht. Fakt ist jedenfalls, dann haben wir noch eine Geografie-Ex geschrieben. Eine Geografie-Ex über Landwirtschaft in Amerika. Schreib mal eine Geografie-Ex über Landwirtschaft in Amerika. Niemand passt auf beim Thema Landwirtschaft in Amerika. Gott sei Dank, das muss man wirklich sagen. Dem Lehrer sein Dank. Das ist wirklich ein extrem cooler Lehrer. Der muss halt einfach irgendwann eine Ex schreiben und der hat die Ex halt wirklich ja, so dermaßen einfach fast schon unerlaubt. Ja, unerlaubt einfach nicht. Ich habe wahrscheinlich eine 3 oder so. Nee, weiß nicht. Oder eine 2 oder sogar mal eine 1. Bin mir nicht sicher. Quite not sure, man. Quite not sure. Auf jeden Fall mega, mega nette Ex eigentlich von ihm, wirklich. Oh Mann, ich bin so ein Idiot. Ich mache hier gerade Paving Stone hin und wundere mich, warum ich den hier nicht drüber machen konnte, oder? Ah, scheiße, bin ein Idiot. Egal. Jedenfalls... Ex über Landwirtschaft in den USA. Ich meine, bei mir rennt schon fast, ne? Irgendwie die Diagramme auswerten. Also eigentlich war sie nicht schwer. Aber die Tatsache, dass sie halt jetzt eine Ex geschrieben hat, jeder freut sich schon so, wuhu, danach aus. Nicht bis in die 10. Stunde Unterricht. Nicht erst um 5 einkommen und dann ab 5:30 nochmal was lernen für die Schule. Jeder so voll happy und dann schreibt er hier noch eine Geo-Ex. Also, aber okay, man kann es ihm persönlich auf jeden Fall nicht übel nehmen, weil wir haben wirklich einen extrem mega coolen Geo-Lehrer, muss man sagen. Ganz im Gegensatz zu manchen anderen Lehrern, aber das ist ja jetzt hier egal. Will ja jetzt nicht über irgendwelche Lehrer lästern. Jedenfalls deshalb hier eine Prison-Architekt-Aufnahme. Also, ihr werdet die erst, wenn ihr die seht, ist entweder die Woche vor Pfingstferien oder Pfingstferien. Na, das weiß ich noch nicht so genau. Also ob die Woche vor Pfingstferien ist oder Pfingstferien direkt schon sind. Ist ja auch egal jetzt, denke ich. Boah, und bis nächstes Mal mache ich was, das verspreche ich euch, dass wir mehr FPS haben in diesem Video. Und bis nächstes Mal, damit meine ich bis zur nächsten Folge. Ich werde jetzt hier mal kurz einen Cut machen, weil das so wirklich nicht klar geht.
Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Minecraft Prison Architect mit mir, Philipp von der Zocker Unit. Ich bedanke mich fürs Anschauen dieser wunderbaren Folge 14, in der wir auf ein anderes Gefängnis gewechselt haben. Ja, hier nochmal Safe Prison, update.prison, safe. Ja, neuer Knast, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr den alten zurück wollt. Nein, Schatz, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt, kann ich das einen Monat später berücksichtigen, weil ich bin ja, oh, Apple hätte ein Update gehabt. Nein, ich benutze keinen Mac. So, dann werde ich mich bedanken, die Aufnahme beenden. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.